Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch verschiedene Plots, wo ihr beliebige Items unendlich bekommen könnt. Für die erste Farm müssen wir auf den Server Nature. Bei PHO Wolle, sollte man natürlich auch richtig schreiben, gibt es hier nämlich eine Farm, wo ihr euch in jeder Art und Weise bzw. Farbe hier Wolle holen könnt. Und das sind hier überall Tausender Schafe. Manchmal stehen ja auch noch ein paar andere dabei. Aber es gibt hier immer so ein Tausender Schaf und hier gibt es auch kostenlose Scheren. Und das Gute ist, wenn ihr dieses Tausender Schaf zum Beispiel jetzt schon geschert habt, das wächst dann einfach logischerweise wieder nach und dann könnt ihr einfach weitermachen. Nächste Farm befindet sich auf Citybuild 1. Bei PA++ kommen wir hier hin. Hier haben wir unter anderem Kakaobohnen. Ist jetzt zum Beispiel gerade leer. Bei letzter Aufnahme, wo ich versucht habe, das aufzunehmen, da war eine Farm gesperrt. Deswegen nehme ich das jetzt zum zweiten Mal auf. Da war die Kiste gefüllt. Bedeutet, wird sich auch um Nachschub gekümmert. Dann haben wir Warzen, Kakteen, Kartoffeln, Karotten, Melonen. Hier haben wir auch sogar Ranken. Hier bekommen wir zwar nur einzelne Ranken, aber da Ranken ja nicht automatisch unbedingt gefarmt werden können, wenn man eben ein paar Ranken braucht, ist das schon mal ganz gut. Hier haben wir noch Weizen und große Blumen. Hier müssen wir dann einfach Knochenmehl reingeben und hier haben wir dann das Endergebnis dafür. Da haben wir einmal hier die normalen Sträuche, wie sie halt normalerweise eben farmbar sind. Für die Leute mit keinem No-Hunger-Perk haben wir hier natürlich auch sehr viel Essen. Dann haben wir hier sogar auch Milch, sieht man auch nicht so oft. Ambosse haben wir hier, dann haben wir noch jede Menge Tränke, finde ich auch cool. Dann haben wir noch Cola nebenbei und halt eben die verschiedensten Tränke. Und hier in der Kiste sehen wir auch alle Tränke, die es hier auf dem Plot gibt. Nebenbei gibt es hier noch auch noch Pilze, aber es gibt noch eine bessere, eine viel effizientere Pilzfarm. Oben rechts beim i könnt ihr die gerne mal abchecken, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Die nächste Farm befindet sich auch auf Citybuild 1 und das ist bei PH Enti. Das ist ein Plot von Entchen Builds. Hier haben wir Test Greetings. Okay. Müssen wir einfach gerade ausgehen und dann haben wir hier jede Menge Spawn. Ich meine, hier ist jedes Mob mit vertreten. Ob es eine Höhlenspinne oder die Normalspinne ist, ist ja vom Prinzip her dasselbe. Aber wir haben hier einmal jedes Mob als Spawner. Manche sind hier mal mehr, mal weniger eben hochgelevelt. Zum Beispiel, glaubt der Cobblespawn? Nee. Ah, sind tatsächlich alle komplett hochgelevelt. Levelt, wie es hier aussieht. Und damit kann man natürlich auch gut XP machen. Zur nächsten Farm habe ich auch schon ein Video gemacht. Die befindet sich auf Citybuild 3. Und das ist das Clan GS vom 2K-Clan. Das Video, mit dem man auch gut Millionen Orbs die Stunde machen kann, auch mal rechts oben auf dem i verlinkt, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, falls euch das interessiert. Hier haben wir nämlich keine normalen Spawner. Hier haben wir die allmöglichen Erzen. Mit Erde und Stein statt Bruchstein. Stein ist nämlich so besonders, weil Bruchstein müsst ihr erstmal mit Kohle craften, damit ihr Stein rausbekommt, weil für Stein bekommt ihr 5-mal mehr so viel Orbs als für Bruchstein, weshalb diese Farm umso geiler ist. Wenn wir hier runter gehen, kommen wir auch noch in diesem großen Raum. Hier haben wir noch andere Spawner neben den Cobblespawnern, wie zum Beispiel Lohe. Dann haben wir hier Ghast, Zombies und halt noch mehr. Wirklich eine geile Farm, deswegen hat es auch ein eigenes Video von mir bekommen. Auf Citybuild 21 befindet sich einer meiner Top-Farms. Die war vorher auf meinem Citybuild, auf meinem Main-CB, CB4. Ist jedoch jetzt auf Citybuild 21 umgezogen. Die Rede ist von der Ultra-Farm. Das Ganze ist vom Team La Ultra Luca. Und da kommen wir hier hin. Früher gab es hier Teleporter. Das gibt es jetzt hier irgendwie leider nicht mehr. Und hier bekommen wir wirklich einiges. Bei PA Himmelfahrt, Melonen, Kürbisse, Pilze und Blumen. Bei PA Ostern, Zuckerrohren, Kakteen. Und bei PA Pfingsten, Weizen, Karotten und Kartoffeln. Das können wir jetzt mal testen. PH Pfingsten. Dann sehen wir hier Weizen, alles aufgefüllt. Kartoffeln, Karotten. Und das Ganze wird hier natürlich auch automatisch nachgefarmt. Hier ist es auch so, dass zum Beispiel bei PH Ostern das Ganze gedroppt wird. Bedeutet, ihr müsst euch hier einfach nur hinstellen und mal komprimieren. Weil ich war gerade hier, das hat schon recht geleckt, weil hier schon länger wohl keiner mehr das eingesammelt hat. Das Ganze können wir dann natürlich abgeben. 10.000 Orbs, 21.000 Orbs. Läuft. Letztes Plot für dieses Video befindet sich auf Citybuild 22. Da müssen wir zu PH Midnight.
Wenn wir vom Spawn hier einfach geradeaus weitergehen, kommen wir zu diesem Marktstand oder Marktplatz hier eher gesagt. Hier haben wir eben auch noch verschiedene Stände, wo es gratis Items gibt. Hier zum Beispiel Yeezys oder gratis Dia-Zeug, vor allem für Anfängergut. Hier auch die verschiedenen Dia-Tools, paar Tränke, Kekse, Blumen, gibt es hier auch alles. Falls ihr noch weitere Plots habt, die unbedingt in dem Video vorkommen sollten, dann schreibt mir die gerne auf Discord oder in die Kommentare, je nachdem. Lasst gerne eine positive Bewertung aufs Video da. Unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es ja ein neues Griefer Games Video. Joint auch gerne meinen Discord unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.